spreng die Insel lieber in die Luft, als dass ich die denen überlasse. Nicht. Als dass ich die denen überlasse. Okay, ich hab genug. Und weißt du, was ich lustig finde? Deine Insel sieht von einem richtigen Winkel aus, als wäre es einfach nur so ein Trichter. Ja. Ich muss ja auch den Deckel draufhauen. Boah, ich muss gerade rüber laufen. Zu denen. Ich weiß nicht mehr genau den Weg dahin. Dann hat ein Unsichtbarkeitstrank getrunken. Ja, ist auch einer von meinen. Ja, Diebstahl und Mass. Ich glaube, ich schreibe jetzt gar nicht mehr in den Chat. Was? Ich glaube, ich schreibe jetzt gar nicht mehr in den Chat. Ja. Ah, da bin ich falsch lang gelaufen. Boah, ich hasse es, ey. Ich peil immer diese Drecksinsel. Mal, kleinen Moment, ich habe das doch im Browser stehen. Wir haben so eine geile Map. Und, eine 3D-Map. Yay. Leggy, leggy, leggy. Gleich verrecke ich. Noch anderthalb Essen. Ich muss gerade mal gucken, wo die Insel ist. Wie nennt man das gern? Rache ist wurscht? Ja, so in der Art. Da lang. Spawn ist gesetzt, wenn ich einmal das Bett angeklickt habe, oder? Boah, Alter. Das Schlimme ist, ich habe 35 Level. Und ich kann sie nirgendwo hinpacken. So, in die Richtung. Ich habe anderthalb Essen. Bald verrecke ich an Hunger. Das nochmal, ich habe ein Problem. Ich habe 35 Level und kann die nicht verwenden für irgendwas. Ich kann nichts verzaubern oder irgendwas. Nimm Diamanthelm oder sowas. Ich pack das. Ich hab. Stimmt ja auch wieder. Ich habe noch mein Schwert. Zeit, den Amboss rauszuholen. Ach, und wo habe ich das alles? Ach ja, in meiner Enderkiste. Und wo ist meine Enderkiste? Ach ja, in meiner Burg. Wie lange bin ich noch unsichtbar? Für 6 Minuten. Okay. Werfe. 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 Noch ein bisschen Schutz. Bierschwert, Eisenbrustharnisch, Kettenhosen, Alter, wo laufe ich lang? Eisenstiefel. So, da war noch ein. Oh, ich krieg gleich Amboss. Damage. Mann, ich finde den Weg nicht. Ich hab vergessen, Essen mitzunehmen. Okay, ich verzauber gerade mein Schwert. Ah, jetzt kriege ich Damage. So, das heißt Schärfe 2 Schwert. Kann man durch Essen wegen Essensverlust sterben? Also, wenn man kein Essen hat? Ich wüsste. Ich verliere nämlich gerade nichts mehr. Ich habe ein Herz und ein kein Essen mehr. So, Schärfe. Boah, das ist so langweilig für euch jetzt. Oh yeah, ich hätte voll. Will man dann fucking nochmal seine Insel bauen und dann kommen diese Mongos und hindern einen daran. So, dann packen wir jetzt noch alles Wichtige weg. Kurz aktualisieren lassen. Ich darf halt keinen Schaden kriegen.
Ja, ich werde es versuchen, deine Insel zurückzuerobern mit Unsichtbarkeit plus. Oder zumindest auf deine Insel draufzukommen und wenn sie dann irgendwie sneaken sollten, da irgendwie rum, kriegen sie aufs Maul. Ne, ja, die haben mich angefangen zu schlagen und für mich ist, also ich mach den, ja, ich brenne bei denen alles ab. Ich habe mein Schwert ein bisschen aufgepeppt, das hat Schärfe 2. Das sind drei Leute, Schärfe 2 ist nichts. Dann wird anscheinend auch von denen gehasst. Alter, ich laufe gerade in die falsche Richtung, ich hätte geradeaus weiterlaufen sollen. Ah, ich glaube, ich gehe kurz zwei, drei Küchen töten. Mach, was du nicht lassen kannst. Ich muss mir gerade ernsthaft ein Crafting-Table neu machen, weil ich mir nichts mitgenommen habe. Entschuldigung, aber das Problem ist, stärker als Schärfe 2 geht nicht. Außer ich... Doch, Schärfe 5. Nee, durch Bücher meine ich jetzt. Ach so. Ich bin gerade voll so auf Anfangsstatus zurückgedingst. Ich fühle mich gerade so voll noobig. Ich hoffe mal, die haben da den Bereich offen gelassen, dass man da noch durchkommt. Ja, der ist noch offen. What the fuck? Wo sind denn die? Ich peil grad die Map nicht. Die sind nicht mehr bei deiner Insel. Kannst du mal nachgucken, wo die sind auf der Insel? Oder mir mal einen Link schicken kurz? Nee, gerade nicht. Warte mal kurz. Die sind Boah. Nicht mehr bei der Insel. Sind denn nicht mehr? Ja, sollen sie auch nicht. Also ich bleibe jetzt hier stehen und tue einfach ein bisschen deine Insel covern und die haben die Obsidianblock über das Wasserloch gesetzt. Oder warst du das schon? Kann ich gewesen sein, aus Versehen. Boah, ich muss gerade nachschauen, wo... Wo das ist. Da guck ich gerade rum. So mega Brain AFK. Bin ein Geist. Ja, ich habe nämlich so eine Overview-Map eingerichtet. Ja, die, sonst müssen wir uns immer noch einen Link schicken. Ich bin voll dran vorbeigelaufen. Hä? What the fuck, wo bin ich denn lang gelaufen? Na komm, ich geh mich mal kurz umbringen. Na komm. Hier muss doch irgendwo ein Zombie sein. Ah, hier die. Gefunden, Pass braucht man nicht mehr schicken. Was? Ja, ich will hier meine Insel. Ah, die sind wieder bei ihren Häusern. Bist du bei denen gerade? Nee, ich sehe die von dem Map aus. Kannst du mir die Position von meinem Bootshaus, da ist total verschandelt. Wo ist denn die Position vom Bootshaus eigentlich? Oh, keine Ahnung. Ich glaube bei 450 war das in die Richtung. Boah, ich guck jetzt ich hier mal, ich bin unsichtbar. Bist ja. Blablabla. Kannst du da vorbeischauen? Ah, anscheinend wollen die jetzt Beef mit... Tiberius anfangen? Ja. Ich hoffe, ich brenne da jetzt nämlich alles nieder. Problem ist nur, dass das einzige Haus, das du niederbrennen wirst, ist ja ihr Lager. Kubis, okay, geht doch alles. Bist du schon dort bei denen? Nein, ich hab die Minimap bei denen. Location ist minus 30, 65, 527. So wie sie eben bei der Map ist. Minus 30? Joa. Ah, minus 30 und minus 600 oder sowas, ne? Du musst, Moment, immer nach rechts. Also du siehst ja die Minimap, oder? Nee, ich hab die nicht mehr offen.
Boah. Der war echt praktisch. Die würde ich am liebsten einfach so die ganze Zeit offen lassen. Ich gehe jetzt erstmal nach minus 30. Versuche nicht zu sterben. Ich komme zu dir, wenn du willst. Deine Insel ist sozusagen sicher. Hoffe ich mal. Weil die sind eben, wie schon gesagt, Richtung woanders hin. Also wie schon gesagt, ich werde nichts gegen dich unternehmen. Ich werde einfach nur nichts machen. Gegen mich? Gegen dich mache ich nichts. Ja, würde mich wundern, wenn du was gegen mich machst. Wir wollen zusammen was bauen. Gut, Leute, ich Ja, habe Himmel mich und Hölle. wunderbar verlaufen und die drei Mongos drüben, die haben mal wieder hier so eine Langeweile am Start, dass ich wieder nicht weiterbauen kann. Laufe ich gerade auf die zu? Siehst du das auf der Map? Moment, ich muss kurz was machen. Ah, ich muss doch übers Wasser. Spannendste Folge ever. 200 Blöcke übers Wasser. Also, ich habe jetzt auf dem Minimap alle drauf von uns. Alles drauf, was ich brauche, dass ich so mich sehe, wie Ja. ich laufe. Ich muss geradeaus übers Wasser rüber. Ja, du musst übers Wasser rüber und wenn du gerade jetzt, dann wenn ich sehe, wie du gehst und du es richtig machst, müsstest du eigentlich perfekt auf dem Weg zu denen sein. Ja, und dann wird halt Pech, wa? Das brauchst Also du mir. müsstest es jetzt bald irgendwann sehen. Ich gehe Aber du dann. wartest bitte noch auf mich, bitte. Ich sterb dann an Fallschaden, okay? Ne, ich gehe durch Neverportal einfach. Ja, das lebt ja eh noch. Yay, noch 150 Blöcke. Ja. Du triffst es leicht nach links ab. Das heißt, ich soll. Bisschen nach rechts. Schau einfach hin und wieder ein Ja, bisschen ich sehe nach. es, ich sehe es. Wie schon gesagt, warte bitte auf mich. Verschieb mal kurz die Karte, dass ich noch sehe, wo die sind. Gut, Weil nicht, dass sie ich plötzlich denke mal, wiederkommen. alles niederbrennen werde ich nicht, aber ich werde auf jeden Fall einiges niederbrennen. Das Lager. Ich denke eher die Brücke. Nein, die Brücke nicht schon wieder. Die hat doch eh schon gelitten. Ja, das ist mir dann egal. Wir brauchen sind hier. Gut, dann gib mir auch eins. Ich habe nur ein Feuerzeug. Oh, dann machen wir eben schnell noch eins bei denen. Weil ich auch lustig finde, ich bin vor dir da. Ja, ich bin quer durch die Map gelaufen, einmal voll daneben. Ja, ich bin jetzt circa da. Du musst ja immer am Wasser lang laufen, wenn du das Dorf siehst, da links am Wasser weiter, ne? Können Mini-Zombies zwei Blöcke hochhüpfen? Ja, nein, einen. Da ist gerade ein Mini-Zombie zwei Blöcke hochgehüpft. So, wo haben wir denn Steinzeug, Holzzeug, sonstiges? Nahrung, Pflanzen, Werkzeuge, Waffen. Werkzeuge. Nee, haben wir leider keinen Flint in Steel. Hi. Hallo. Das ist von John. Willst du nicht hier reinkommen? Spinne! Nein, das ist das Lager. So, wer hat mich getötet? Zombie von Galle und von Kubi zweimal. Dann wird Kubi leiden. Hi. Hi. Also das ist Chans Haus, das anscheinend jetzt minimal verändert wurde. Sieht immer noch kacke aus. Das ist Kalles Haus. Ups. Ja, du bist Zeuge, ich hab's Pferd nicht getötet, ne? Ja, du warst nicht. Also. Nur das Problem ist, dass ich ihm das Zeug aufgesammelt habe. Deswegen bin ich da leicht im Arsch. Legst wieder zurück. So. Ich tu's. Oh. Nee, nicht In wir. die Öfen. Ich sag mal, schau mal in die Öfen. Ich habe keine Kisten gefunden. Hast du ne. Wenn ich jetzt anfange hier, die Brücke abzufackeln. Dann wird alles brennen. Nehme ich mal ein wenig Eisen von irgendwo raus und baue die Brücke einmal teils ab.
Hast du Wasser? Hast du einen Eimer da? Nope. Nee. Wieso? So halt. Nimm doch einfach ein bisschen Stein her und bau einfach mit einer Spitzhacke alles ab. Das war die Ansage, oder? Und man sieht sogar im Chat, das finde ich auch geil. Also bei der Map. Hast du eine Spitzhacke dabei? Nope. Aber da oben wäre eine Kiste. What the fuck? Woher wissen die das? Was? Ich kann über das Web schreiben und der weiß sofort, dass ich das bin. Krass. Happy? Nee, Web, das bin ich. Wem gehört dieses kleine Häuschen hier? Das da ist Kubis. Kann man Zäune abbrennen? Ja. Das Wichtige ist hier drunten. Was ist da drunter? Im Klo. Okay. Führ mich mal rum. Warte, wir sagen jetzt einmal, dass es bei den brennt, aber wir machen nichts, okay? Das Lustige ist, ich sehe auch, wer das geschrieben hat. Ich gehe jetzt kurz zu Jan, seinem Teil, mach mir eine Kiste, leg das Feuerzeug in die Kiste und mach mein Bett daneben dran, dass wenn ich sterbe, dass ich bei denen gespawnt werde.